Mit großer Bestürzung haben wir heute davon erfahren, dass ein Hilfskonvoi in Aleppo bombardiert wurde. Das ist ein schlimmes Kriegsverbrechen. Wir haben auch natürlich gehört, dass es jetzt niemand war. Aber der Angriff hat stattgefunden, und dass die UNO jetzt Hilfslieferungen einstellt, ist natürlich grässlich und schlimm für die Menschen. Und das dürfte auch wieder Konsequenzen haben, dass die Menschen, die aus ihrem Land geflüchtet sind, aus Syrien, die zurück möchten, immer weniger Perspektiven sehen.